Hey! Leck mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden. Kein Interesse. Shena, aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vane Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbannten, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Egal, wie Sie es nennen. Sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird Ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich hoffe, wir werden uns einig. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schief läuft? Hey, die Rechnung! Stimmt so. Dachte ich mir. Was muss ich jetzt für das Arschloch einen Drink bezahlen, den er mir ausgeben wollte? Was für ein Typ. Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich auch mal zu Sloane Kelly vortreten. Ja, das war jetzt nicht sehr aussagekräftig, muss ich sagen. Boah, diese Türen. Also, viele Informationen hat er mir jetzt nicht gegeben. Erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. So, bevor wir jetzt aber zu Sloane Kelly gehen, werden wir erstmal uns kurz die Docs anschauen. Mal wieder was zum Scannen. Oh, tatsächlich. Initiative Kerntech, ganz super. Und ein Frachtcontainer, okay. Ein Forschungszentrum. Ein Datenpad. Ladungsverzeichnis. Ja, wasserbottliche Bergungsgut. Adi heute, okay. Passek-Kuchen für den eiligen Weltraumfahrer. Simulierter Apfelgeschmack, 5 Pfund. Ah ja. Anmerkung, falls Anea fragt, warum es nur 5 Pfund Taschenkuchen sind statt 6, dann sagen sie ihr, sie wurden unterwegs beschädigt. Da bescheißt jemand. So, kommen wir hier auch durch? Keine Ahnung. Ah, okay, hier können wir dann wieder zurückkehren. Gut aber zu wissen. Niemand verlässt den Hafen, solange die Undock-Papiere nicht kontrolliert wurden. Die Undock-Papiere, klar. Wie viel wollen Sie? Hören Sie, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Ihnen. Aber das ist nun mal ein Schiff der Initiative. Jedes Schiff aus der Milchstraße hat irgendwann mal zur Initiative gehört. Ja, aber jetzt nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass ich scharf auf den Papierkram wäre, aber ich muss eben sorgfältig sein. Das verstehen Sie doch bestimmt. Absolut. Ist alles in Ordnung? Ja, ich muss nur jemanden schmieren, damit wir den Nomad hier parken können. Brauchen Sie Hilfe? Danke, aber das kriege ich schon hin. Konzentrieren Sie sich lieber auf den Spion. Okay, das mache ich. So, dann schauen wir uns nochmal kurz oben um. Aber von da sind wir ja gekommen, von daher erwarte ich jetzt nicht, dass wir da noch irgendwas Neues finden. Das ist nur ein Balkon. Aha, hier sind also die Verbannten. Schon wieder am Werk. Das ist doch schon wieder die Tussi von vorhin. Die rennen die ganze Zeit durch die Gegend und verprügeln Leute. Sie schon wieder. Was wollen Sie? Was werden Sie mit ihnen machen? Keine Sorge, Captain Gutmensch. Wir werden sie nicht töten. Zumindest nicht direkt. Ja, wie schön.
Was meinen Sie mit nicht direkt? Nur, dass ich keine Verantwortung dafür übernehmen kann, was in den Badlands geschieht. In den Badlands? Verdammt. Sie wissen wohl gar nichts. Die Badlands sind alles außerhalb von Port. Das ist Niemandsland. Darum zahlen die Leute auch ordentlich, um hier oben zu leben. Oder sie schlagen sich in den Slums durch. Da draußen herrscht Chaos. Wie auch immer, genug erklärt. Verpissen Sie sich. Ich habe das Gefühl, da werden wir früher oder später auch noch hinkommen. So, ich renne mal an der Tür vorbei. Gut, also Kadara Port ist ja gar nicht mal so groß, wie es aussieht. Das scheint es ja schon gewesen zu sein. Vollkommen in Ordnung. Verwirrend aufgebaut, aber nicht allzu groß. Was ist denn hier immer? Mann! Hier ist nichts! Initiative also endlich gefunden. Wer sagt, dass ich zur Initiative gehöre? Ihre Ausrüstung. Zu glänzend. Ich rekrutiere für die Verbanden. Aber etwas sagt mir, dass Sloan sie nicht haben will. Ich bin ein Pathfinder. Also haben Sie wahrscheinlich recht. Ein Pathfinder? Bei der Göttin. Ich dachte, sie wären alle tot. Tja, zu früh gedacht. Oder zu früh dein Urteil gebildet. Das Verhältnis zwischen den Verbanden und dem Kollektiv scheint ziemlich angespannt zu sein. Sie sind ein Haufen scheinheiliger Emporkömmlinge, die ihre schmutzigen Methoden hinter ehrbaren Geschäften verbergen. Sehen Sie, genau das meinte ich mit angespannt. Sloan wird kurzen Prozess mit Ihnen machen. Warum hat sie das nicht bereits getan? Es steht mir nicht zu, Ihre Methoden in Frage zu stellen. Kadara gehört uns und nichts wird daran etwas ändern. Was bedeutet es, zu den Verbanden zu gehören? Den meisten Leuten gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Etwas, das in Helios dringend gebraucht wird. Sie haben sich auf der Nexus nicht sicher gefühlt? Sie waren während des Aufstands nicht dort. Es war das reinste Chaos. Und diese Idioten an der Spitze haben alles nur noch schlimmer gemacht. Dank Sloan haben wir jetzt Strukturen, eine Familie. Sie sind unter Sloans Herrschaft also glücklich? Ja, ich denke, das bin ich. Obwohl ich natürlich etwas anderes erwartet hatte, als ich mich in der Milchstraße verpflichtet habe. Aber ich kam nach Andromeda, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und genau das bin ich bei den Verbanden. Aha, ich glaube, wir müssen wirklich mal mit Sloan reden, um rauszufinden, was genau die Beweggründe von all der Gewalt sind hier. Erzählen Sie mir von Sloan. Vor dem Aufstand war sie Leiterin der Nexus-Sicherheit. Sie gab ihre Stellung auf, um uns zu beschützen. Ohne sie wären wir jetzt tot. Kennen Sie sie persönlich? Natürlich. Sie legt größten Wert darauf, jeden einzelnen ihrer Leute zu kennen. Was deutlich mehr ist, als der Scharlatan von sich behaupten kann. Kann sich jeder den Verbanden anschließen? Abgesehen von mir, natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan. Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren? Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Okay. Das war vorerst alles. Man sieht sich, Pathfinder. Wie ich gesagt habe, vermutlich läuft es raus, dass wir eine der beiden Seiten wählen müssen. Und bevor das der Fall ist, möchte ich erstmal Näheres über beide Seiten wissen. Und deshalb machen wir uns jetzt auf zu Sloan Kelly und sprechen mal mit der Dame. Keine Dummheit, ja? Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Sie müssen Sloan Kelly sein. Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tarif. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lügen. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Kadara ist ein Hafen der Angara.
Sie wollen Vaynes Tod und ich will, dass sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vayne, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Gut, einverstanden. Sehen Sie, wir einigen uns ganz zivilisiert. Jetzt fehlen nur noch die Häppchen. Was hatte die da im Gesicht? Das sah ja sehr merkwürdig aus. So, ich glaube, das hatte jetzt der nicht viel Sinn da. Erhält Zugang zu den Zellen. Ja, Sir. Das hatte jetzt, glaube ich, nicht viel Sinn, da großartig rumzuargumentieren mit ihr. Aber schauen wir uns doch erstmal hier das Datenpad an. Persönliches Log von Chilaisia Rorna. Neuer Eintrag. Erster offizieller Tag als Verbannte. Ich soll mich in einer Stunde mit Katus treffen. Sitha sagt, er ist ein Korinthenkacker, aber bei meiner Rekrutierung war er ziemlich nett. Zumindest für einen Turianer. Ich darf nur nicht zu spät kommen. Update war wohl nichts. Sie hatten recht, Korinthenkacker. Gut, gut, gut. War da gerade was? Okay, war vielleicht bloß eine Reflexion. Ich nehme an, mit ihr können wir nicht weiterreden? Unser Deal ist durch. Was wollen Sie? Ich denke, wir könnten zusammenarbeiten. Der Feind meines Feindes ist schließlich... Ich bin nicht Ihre Freundin. Aber Sie haben sich als vernünftig erwiesen. Also stellen Sie Ihre Fragen. Immerhin etwas. Was hat das Kollektiv gegen die Verbannten? Die Leute wollen immer das, was sie nicht haben. Und die Schläger des Scharlatans bilden da keine Ausnahme. Wer, denken Sie, ist der Scharlatan? Ich vermute eine Gruppe von Leuten. Es braucht mehr als eine Person, um diese Bande zu leiten. Beunruhigt es Sie nicht, dass Sie in das Territorium der Verbannten eindringen? Nein. Wenn Sie zu weit gehen, bin ich bereit. Helios ist nicht gerade gastfreundlich. Wie haben Sie überlebt, nachdem Sie die Nexus verlassen hatten? Wir sind zwar nicht mit leeren Händen gegangen, aber als die Vorräte knapp wurden, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ich habe Angriffe auf Konvois der Kett befohlen und mit angaranischen Siedlungen gehandelt. Sie haben mir dann von Kedera Port erzählt. Sie hatten nie gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Angara? Nur mit den Rokar, diesen beschissenen Arschlöchern. Das ging mir auch so, ja. Ich habe mich über Sie informiert. Leiterin der Nexus-Sicherheit, ausgebildet von der Allianz. Den Akten zufolge sind Sie aufbrausend. Waren ansonsten aber eine loyale Soldatin. Wieso haben Sie die Seiten gewechselt? Weil ich es leid bin, Arschlöchern zu unterstehen. Ich hätte die Situation auf der Nexus geklärt, aber Tan wollte ein Blutbad. Er hat die Kroganer eingesetzt, ohne mich auch nur zu fragen. Neue Galaxie, derselbe alte Scheiß. Sie hätten auch einfach den Dienst quittieren können. Die Leute wären ohne meine Hilfe gestorben. Und nicht alle Exilanten sind Kriminelle. Einige von ihnen hatten einfach nur genug. Sie sind also Piraten geworden, weil sie versucht haben, einen Massaker zu verhindern. Die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Wissen Sie, Pathfinder, als ich mich der Initiative angeschlossen habe, dachte ich, wir würden eine neue Gesellschaft aufbauen. Eine bessere Gesellschaft. Aber die Initiative war nur ein weiteres leeres Versprechen. Die einzige Person, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass sie etwas verändert, bin ich. Wie kommt es, dass ein Mensch über einen angaranischen Hafen herrscht? Als ich nach Kedera kam, haben die Kett die Angara wie Vieh zusammengetrieben. Es war ein Gemetzel. Meine Leute haben dem ein Ende gemacht. Und natürlich waren uns die Einheimischen dankbar dafür. Und was ist mit diesen Köpfen, die den Raumhafen verzieren? Sie dienen als Warnung. Für die Kett? Für jeden. Also die Verbannten. Machen Sie sie mir doch mal schmackhaft. Die Verbannten wollen sie nicht. Wow, das war deutlich. Ich habe all meine Leute selbst ausgewählt. Sie haben entweder Potenzial oder eine gemeinsame Vergangenheit mit mir. Sie haben keines von beidem. Addison hat etwas Ähnliches gesagt. Ich werde Ihnen beiden beweisen, dass Sie sich irren. Addison und ich sind uns in etwas einig? Wow! Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Pathfinder,
Halten Sie sich aus Kaderas Angelegenheiten raus. Das hier ist nicht Ihr Terrain. Ja, wenn du meinst. An sich habe ich das jetzt auch nicht zwangsweise vor, aber ich vermute, es wird darauf hinauslaufen am Ende. So, mit Katis können wir noch reden. Sie sind anders, als ich erwartet hatte, Pathfinder. Das höre ich oft. Wenn Sie es jetzt noch schaffen, es sich mit Sloan nicht wieder zu verscherzen, bin ich wirklich beeindruckt. Wir werden sehen. Sind Sie Sloans Stellvertreter? Sie bezeichnet mich als ihre turianische rechte Hand. Ich sorge dafür, dass kein Sand ins Getriebe kommt. Haben Sie während der Meuterei gemeinsam mit Sloan die Seiten gewechselt? Ich kam auf der Arche Nathanus hierher. Ich habe nie einen Fuß auf die Nexus gesetzt. Ich bin auf Haval einigen Überlebenden von der Nathanus begegnet. Sie sind noch am Leben? Das müssen Sie Rix zu verdanken haben. Sie kennen Evitus? Unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. Schön, dass es noch andere von der Nathanus gab, aber irgendwie hat mir immer noch niemand so richtig sagen können, wo die jetzt ist, oder? Das Kollektiv sorgt für ziemlich viel Unruhe in Kadera Port. Wie wollen es die Verbannten schaffen, an der Macht zu bleiben? Indem wir unsere Pläne für uns behalten. Oder weil die Nathanus ganz zerstört wurden? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, wie genau das war. Naja, wer weiß. Aber es gibt garantiert noch einige andere von der Nathanus, die dann überall mit verteilt sind, oder? Sie und Sloan scheinen sich nahe zu stehen. Was ist damit? Nichts. Ich bin nur neugierig auf die Geschichte dahinter. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Sie hat mir ins Gesicht geschlagen, als ich sie auf einen Drink einladen wollte. Im Ernst? Nein. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Pathfinder. Ich finde den Typen irgendwie lustig. Man sieht sich, Katis. Ich muss sagen, ich mag Turianer irgendwie. Also, nicht so sehr den ganzen Drill und die turianische Gesellschaft im Ganzen, aber die Art der Turianer, die finde ich irgendwie meistens gut. Geben Sie dem Gefangenen nichts zu essen. Ganz witzig. Fassen Sie dem Gefangenen nicht an. Ja, und ja. Das Einzige, was zwischen Ihnen ausgetauscht wird, sind Worte. Verstanden? Ist keine gut, ist Sorge, gut. Ich mache schon keine Probleme. Ist das irgendwie in hier, sich die Haare blau zu färben? Oder was ist das? Hallo, mein Freund. Gibt ja nicht allzu viele Zellen hier. Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloan dir nichts Besseres ein? Ich arbeite nicht für Sloan. Ich bin ein Pathfinder der Initiative. Sie haben die Moschei gerettet. Ich weiß, wer Sie sind und was auf Volt passiert ist. Naja, dann. Schön, dass du so gut informiert bist, aber dann hilf mir doch. Tun Sie das Richtige, Vane. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Das wird mich auch nicht retten. Aber vielleicht andere. Das Schiff des Archons, wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Cat-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Und ich brauche ihn, um ihn zu finden, wa? Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschei verraten habe? Na klar, erzähl es mir. Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Cat. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen? Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Cat meinem Volk angetan haben. Tja, hast du aus Unwissenheit gehandelt. Trotzdem hast du richtig Scheiße gebaut damit. Der Archon hat ihren Groll auf Ephra ausgenutzt. Wäre Ephra ein besserer Anführer? Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Okay,
Okay, mit ihm zu reden war ja dann doch unkomplizierter als gedacht. Der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drac, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad startklar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. So, mal schauen, ob wir direkt hier die Schnellreise benutzen können dafür. Warum ist Katus jetzt eigentlich grün gefärbt? Ah, okay, jetzt gibt es auch Quests für uns. Wir gehen nochmal kurz bei Katus vorbei. Mich würde mal interessieren, warum der grün ist. Keine Dummheit, klar. Warum der mir angezeigt wird. Hätten Sie, Sie hatten schon mit den Cat zu tun. Es ist ziemlich schwierig, sich in Andromeda zu bewegen, ohne ihnen früher oder später über den Weg zu laufen. Ja, und? Als Sloan die Macht übernahm, hat sie die Cat hier ausgerottet. Es gab öffentliche Massenhinrichtungen, um den Leuten zu zeigen, dass Kadera frei von Cat ist. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte über einige Versprengte in den Badlands. Wenn diese Geschichten wahr sind, müssen sie verschwinden. Was genau sind das für Gerüchte über die Cat? Geschichten über Überfälle, verschwundene Personen, Fahrzeuge, die sabotiert und ausgeschlachtet wurden. Der Grund dafür könnten ebenso gut wilde Tiere, Erdlöcher und irgendwelcher Angara-Mist sein. Aber es gibt genügend Leute, die sagen, es wären die Cat. Wenn es da draußen Cat gibt, können Sie gerne Ihre eigenen Leute losschicken, um sich um sie zu kümmern. Hören Sie, die Sache sieht so aus. Alle wissen, dass Sloan die Cat hier ausgelöscht hat. Sollte das jetzt durch irgendetwas in Frage gestellt werden, wäre das ein Zeichen von Schwäche. Sie allerdings sind unabhängig. Wohin sie gehen und was sie tun, hat nicht das Geringste mit Sloan zu tun. Sie sagten doch, Sloan hätte die Cat hier getötet. Was ist passiert? Die Cat hatten den Hafen abgeriegelt, als wir hier ankamen. Sie haben zahllose Angara von hier weggebracht. Zu welchem Zweck, kann ich nicht sagen. Aber die Leute hatten Angst. Und dieser Ort hatte Potenzial. Also haben wir gegen die Cat darum gekämpft und gewonnen. Haben Sie draußen die Dekorationen gesehen? Sie sind Sloans Art, allen klarzumachen, dass sie jetzt an der Macht ist. Na schön. Ich werde mich vielleicht mal in den Badlands umsehen. Sehr schön. Gut, tun wir das doch. Ich frage mich aber, warum das jetzt ein anderer Marker war als bei den anderen Quests. Also normalerweise haben wir ja immer eben diese, wie jetzt auch oben auf dem HUD zu sehen ist, diese blauen Sechsecke mit dem Ausrufezeichen drin. Aber bei Katus war das gerade ein grünes Personensymbol oder irgendwie sowas. Also keine Ahnung, was das darstellen sollte. Ich frage mich, wie das kommt. Schon mal eine Leiche gesehen. Geht weiter. Oh, der sieht aber nicht so gut aus. Wenn Sie möchten, könnte ich eine Analyse des Verstorbenen durchführen, Pathfinder. Machen wir das doch mal. Er ist ein Angara. Sowohl im Gesicht als auch am Bauch finden sich mehrere Schnittwunden. Noch eine Leiche. Für diesen Scheiß zahlt er mir nicht genug. Es gab mehr als einen Mord? 7, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht hat der Mr. Vidal weitere Informationen im Pathfinder. Ja, wenn der mal wieder irgendwo auftaucht. So, dann schauen wir mal, was es hier drüben noch für einen Auftrag für uns gibt. Und dann geht's auf in die Badlands. Sind Sie okay? Was? Oh, ja, natürlich. Wenn Sie sich die Sache von der Seele reden, fühlen Sie sich vielleicht besser. Das bezweifle ich. Aber ein Versuch ist es wert. Ich habe mich vor einigen Wochen den Verbanden angeschlossen. Katus hat mir befohlen, Schutzgebühren zu kassieren. Ich dachte, das wäre einfach. Aber es sind so viele Leute. Ich habe Namen verwechselt und eine Bewohnerin rausgeworfen, die ihre Gebühren bezahlt hatte. Haben Sie nicht protestiert? Doch, natürlich. Aber das tun sie alle. Wir hören kaum noch zu. Wie hoch stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Ich weiß es nicht. Schlecht. Die Badlands sind übel. Ich habe darüber nachgedacht, sie zu suchen, aber ich kann nicht riskieren, dass Katus von meinem Versagen erfährt.
Ich brauche diesen Job, um meinen kleinen Bruder zu ernähren. Unsere Mutter liegt noch auf der Nexus im Kälteschlaf. Er hat nur mich. Ich suche nach ihr. Ich brauche nur ihren Namen und vielleicht ein paar Hinweise, wo sie sein könnte. Remy Tamayo. Sie muss zur Abfertigung in den Slums gewesen sein. Aber danach? Keine Ahnung. Der Direktor weiß vielleicht mehr. Alle, die in die Badlands verbannt werden, müssen bei ihm vorbei. Okay. Mit dem Direktor sprechen. Dann sollten wir vielleicht mal einen Blick auf die Karte werfen. Wird uns das denn irgendwo verraten, wo wir den Direktor finden? Wahrscheinlich ist das dann erst, wenn wir mit der Tempest losfahren, nehme ich mal so an. Denn hier gibt es ansonsten, glaube ich, nichts mehr für uns. Das heißt, auf in den Nomad. Sie sind der Pathfinder, richtig? Mhm. Einer aus Ihrer Crew, Liam, hat Ihr Fahrzeug bereits geparkt. Er steht zu Ihrer Verfügung. Sehr schön, sehr schön. Auf geht's. So, das Ziel auswählen. Mit Aufzug in die Slums fahren, zur Tempest zurückkehren oder abbrechen. Wir gehen erstmal in die Slums. Okay, jetzt geht's also schon los mit den Waffen. Ich glaube, wir bleiben erstmal dabei. Ich muss aber wirklich mal mit der Sidewinder hier, muss ich mal schauen, dass ich die irgendwie verbessert kriege. Auch die Valkyrie könnte man mal schauen, ob man die auf Stufe 6 vielleicht schon erweitern kann. Ansonsten bleiben wir aber so, wie wir sind. Und, ja. So ist das. Auf geht's! Mal wieder kämpfen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe ja die gesamte Aufnahmesession noch keinen einzigen Kampf durchgeführt, fällt mir gerade so auf. Oh, lange Ladezeit. Das wird wohl eine etwas größere Map werden. Kann das sein? Da sind wir. Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Na, so groß sieht es gar nicht aus, aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ja, die Badlands beginnen wohl erst davon. Na gut, aber hier gibt es schon wieder den nächsten Auftrag. Das sind tatsächlich nur die Slums erstmal. Oh, das laggt aber ein bisschen. Hm? Gut, wir haben Jarl und Vetra dabei. Das ist ein gutes Team. Da bin ich sehr einverstanden mit. So, das nehmen wir natürlich gern mit hier. Eine Stadt unter einer Stadt. In ihrem Zentrum liegt das Tartarus, ein Nachtclub. Okay, das ist wahrscheinlich hier, ne? Aber wenigstens eine Tür, die schnell aufgeht. Es hat zwar nicht den Charme des Crawlers, aber es gefällt mir. Ja, man tanzt ja in Käfigen, warum auch nicht? Komm, lass uns auch tanzen. Ob Drake nicht mitmachen will? Scheinbar nicht.